Und damit willkommen zu einem weiteren Let's Show. Es handelt sich hierbei, ihr seht es schon, um Midnight Deluxe. Das Spiel erschien am 8.3.2018 im Nintendo eShop für die Nintendo Switch, kostet 4,99 € und ist ein Arcade-Puzzle, ich sag jetzt mal Golfspiel, und wurde entwickelt von Ratalaika Games, die ja auch schon für diverse andere Switch-Spiele zuständig sind. Das Spiel könnt ihr spielen in der Sprache Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Russisch, Chinesisch und hat eine Größe von 110 MB auf eurer Nintendo Switch. So, um was handelt es sich? Kurz mal eine Beschreibung. Verwende deinen Controller oder deine Touchscreen-Steuerung, um Midnight in den Nachthimmel zu bringen. Aber pass auf, die Welt von Midnight ist eine gefährliche Welt voller Stacheln, Kreissägen und vielen anderen gefährlichen Gegenständen. Selbst wenn du es schaffst, Midnight in die sichere Zone und damit ins nächste Level zu bringen, wartet eine zusätzliche Herausforderung. Versuche jeden Level mit der geringstmöglichen Anzahl von Schüssen zu beenden, um alle 3 Sterne zu bekommen. Insgesamt gibt es 70 spannende Level, die ihr da entsprechend bewältigen könnt. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Einstellung gibt es diesmal keine, was ich sehr schade finde. Aber okay. So, drücke A, verwende den linken Stick zum Zielen und lass los, um zu schießen. Je länger der Pfeil, desto größer die Kraft. Sie können auch mit den Fingern über den Bildschirm gleiten. Versuch mal hierhin zu schießen. Okay, gut. An dieser Stelle sei gesagt, dass der Pox das Ganze als Let's Play macht. Oh, und ich jetzt hier einfach mal im... Ah, mit dem ersten. Na, wunderbar. Und ja, jetzt seht ihr hier, Glückwunsch, ein Treffer oder ein Versuch, 3 Sterne, 3 Versuche, also 2 bis 3 Versuche gibt 2 und alles ab 4 und mehr gibt dann halt 1 Stern. Jetzt hier bei dem Level, später wird es dann noch anders sein. So, jetzt geht's hier wieder los. Och nö. Mann. Voll daneben gezielt. Und hier seht ihr jetzt, ich bekomme nur 2 Sterne. Ja, weil ich zwischen 1 und 3 bin. Und alles, was zwischen 3 und 1 ist, oder 1 und 3, gibt halt dann in dem Augenblick 2 Sterne. So, hier wird es jetzt schon wieder ein bisschen trickier. So, mal gucken, ob das so funktioniert. Ah. Mit X könnt ihr übrigens zurücksetzen. Bäh. Nope. Ich möchte gern... Okay, gut, das geht. Nein, ernsthaft? Und natürlich auch eine schöne Hintermalung dem ganzen Soundtrack. Ist ein Witz. Genau. Nein, nicht dran vorbei. Och Mann. So, jetzt ganz leicht. Oh, deines dreckiges Ding. So, drin ist er. Und das waren jetzt, ja, 5 oder mehr Schläge. So, und hier bekommen wir jetzt nämlich die Anleitung, mit X könnt ihr es resetten. Nein. Oh. Nein. Ah. Und ihr dürft nicht aus den Rand fallen. So, komm, und rein da. Glückwunsch. Neustart beenden. Also, das hier unten ist, muss ich sagen, ein bisschen ungünstig platziert, aber ja. Oh, cool. Nein! Nein. Muss das sein. So, jetzt kommt es hier drauf an. Hier ist nämlich dann, müssen wir den da bewegen.
Nein. Oh, verdammt. Nope. Okay, jetzt haben wir ihn. Ach, verdammt. Ich möchte es halt gerne mit so wenig Schlägen wie möglich schaffen. Nein. Genau. Nein! Na, ach, komm. Nein, nein! Oh. Drecksding. Ja, super. Oh, gut. Jetzt nicht perfekt, aber egal. So, jetzt geht's hier weiter. Und ganz vorsichtig. Ja, genau. Perfekt. Jetzt einfach nur darüber. Bam, drin. Und ihr seht, hier braucht man mindestens zwei Schläger. Es ist eigentlich nicht nur ein Rätselspiel, es ist auch so ein bisschen Golfen. Und jetzt wird's lustig. Zu weit. Aber schöne Musikuntermalung, muss ich sagen. Gefällt mir sehr. Zack, und rein da. Hier brauchen wir mindestens drei, ne? Ja. So, jetzt hier perfekt durch. Auch wieder schön und perfekt rein. So, jetzt gehe ich mal hier einfach ran. Nein. Ah, verdammt. Boah, komm. Machen wir es halt langsam. Nope. Noch langsamer. Ah. Und hier rüber. Und langsam rüber. Okay, und... Na, komm. Drei Schläge. Ah, zwei Sterne. So, dann jetzt... Hier hoch. Und da durch. Bumm. Okay, wir müssen höher. Das sah schon mal gut aus. Und zwei Schläge. Perfekt. Was müssen wir jetzt hier machen? Okay, ich hab's verstanden. Nein. Wir müssen das da wegschieben. Und dann können wir da hoch. Jetzt müssen wir nur richtig zielen. Nein. Danke. Der ist weg, warum auch immer der da war. Nein. Okay. Das ist jetzt doof. Na. Ah. Nein.
Okay. Ha. Das ist egal. Und rein da. Und ich finde es halt so schön, dass das so minimalistisch gehalten ist und, oh, das wird jetzt lustig. Hier genau zu treffen. Oh. Bin daneben. Yep, nochmal daneben. Gut, wunderbar. Weil wir das ja so gerne machen. Na, der Winkel könnte hinkommen. Zack, zack und rein da. So, und jetzt wird es nämlich schon lustiger. Jetzt wird es, glaube ich, richtig quälend. Meine Variante wäre jetzt hier. Hier einmal hoch. Und da dann rüber. Oh nein. Verdammt. Das ist mit einem Schlag möglich? Ernsthaft? Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen. Wow. Okay. Ja. Ach, geil. Nein. Nein, super. Ja, das ist das Spiel. Es ist ein, ich finde, ein sehr schönes Rätselspiel. Das viel Platz für viele interessante Level lässt. Sind ja auch 70 an der Zahl. Und für 4,99 € beziehungsweise halt im Angebot ist es dann sogar nochmal lohnenswerter. Das wird so nix. Genau. Dann machen wir es halt so. Boah, ist in Ordnung. 2 Sterne. Das ist jetzt wiederum gemein. Was zum... Auch noch jetzt reagieren, oder was? Bam. Badum. Nein. Das war zu doll. Schade, er könnte sich immer mal zurücksetzen, ne? Und rüber. Hui! So. Und jetzt ganz vorsichtig hoch. Nein, das war zu vorsichtig. Da sind wir drin. Also ihr seht, da sind noch einige Level. Wenn ihr das Ganze dann, wie gesagt, als Let's Play sehen wollt, dann verweise ich da unten in der Videobeschreibung an den lieben Pox, der das Ganze dann halt als Let's Play macht. Verdammt, wie mache ich das jetzt am besten? Irgendwie habe ich mich doch jetzt da selber auskatapultiert, ne? Ja, war klar. Schön. Ab in die Kettensägen. Genau. Meinen das jetzt am besten? Ganz vorsichtig. Jawohl. Ja, und... Nein, 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 nein. Ja, genau, und jetzt hoch da, komm. Nein. Nein! Okay, Leute, ein Level zum Verzweifeln. Ich freue mich hier bei diesem Level schon auf die Variante von dem Pox. Ich weiß nicht, wenn ihr es genauso seht, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Wird bestimmt lustig. Und ja. Ja, genau. Ja, und da hoch. Und komm hoch. Jawohl. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Truhaut rein. Tschüss.